und herzlich willkommen in Köln. Max und mir ist letztens aufgefallen, dass wir beide irgendwie noch nie so richtig in Köln waren, um uns mal die Stadt anzugucken. Und ja, deswegen haben wir uns spontan entschieden, nach Köln zu fahren und ein bisschen Sightseeing zu machen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Wir sind ungefähr 2-3 Tage hier und ja, wir fangen direkt an und gehen in die Altstadt. Keine Ahnung mehr, wie dieses Gericht heißt, denn eigentlich wollte ich Bibimbap haben, aber das gab es halt nur zum Mittag und es ist jetzt schon abends. Aber auf jeden Fall probieren wir mal, wie das schmeckt. Das koreanische Restaurant, in dem wir waren, heißt übrigens Goji Matcha und befindet sich in der Nähe hier vom Hauptbahnhof in Köln. Und ich würde behaupten, dass es ein relativ authentisches Restaurant war, obwohl ich noch nie in Korea war. Aber ja, es war einfach so, dass die Mitarbeiter größtenteils koreanisch zu sein schienen. Die Karte war teilweise auf Koreanisch und auch auf Deutsch. Ja, an der Wand waren Zeichnungen von einer koreanischen Künstlerin. Der Großteil der Gäste waren einfach Asiaten und soweit ich behaupten würde, auch sehr viele Koreaner darunter. Und das sind einfach Punkte für mich, wo ich dran festmachen würde, dass es wahrscheinlich ein sehr authentisches Restaurant ist und dazu war es auch noch super lecker. Also ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Und wie ihr vielleicht seht, ist jetzt schon der nächste Tag und wir starten jetzt direkt in Tag 2 hier in Köln. Hier bei Time Ride VR und das ist eine übelst coole Sache, denn man kann sich hier die Stadt Köln angucken, wie sie früher aussah und das Ganze in Virtual Reality. Und Virtual Reality triggert mich sowieso immer sehr, finde ich immer sehr spannend und deswegen haben wir gedacht, müssen wir das einfach mal mitnehmen, weil ich weiß nicht, ob das auch nur temporär ist oder ob das jetzt immer angeboten wird, aber es ist auf jeden Fall sehr neu und das probieren wir jetzt aus. Und ich hatte erst einmal eine VR-Brille auf. Ich schon öfter, aber okay. Also wir kommen jetzt gerade vom Time Ride VR und da habe ich gedacht, wir geben einfach direkt mal ein kurzes Feedback dazu, wie uns das Ganze gefallen hat. Ja, also das Ganze ist nicht einfach nur so eine VR-Experience, also man setzt sich einfach nur die Brille auf und erlebt dann ein bisschen was, sondern das Ganze ist echt cool gemacht. Man hat so eine Art kleine Führung und zwar ja, hat man erst wie eine Bildershow, wo man so Bilder vergleichen kann zwischen Köln vor 100 Jahren und Köln, wie es heute aussieht, also halt so bestimmte Hotspots. Und in 3D. Ja, also stimmt, 3D, in 3D-Bilder sozusagen. Ja. Genau, dann kriegt man so einen kurzen Introduction-Film, wie denn das Ganze mit den VR-Brillen funktioniert und auch nochmal so einen geschichtlichen Hintergrund zu Köln. Ja, und dann geht die wirkliche VR-Experience los. Also man geht in so einen Waggon rein und bekommt die Brille auf, aber dazu gibt es dann auch noch einmal Sound, der richtig gut gemacht ist, fand ich. Und ja, so man hat das Gefühl, mit der Wagen bewegt sich so ein bisschen und dann, wenn man in diesem VR-Film ist, bewegt man sich halt wirklich, fühlt sich das jedenfalls so an. Das hat sich geil angefühlt, ja. Also ja, es war ein rundes Paket, so mit allem drum und dran. Genau, der einzige negative Punkt, den ich fand, war, dass wenn man in dem Film drin ist, man selbst sich nicht sieht, also dass man gar nichts sieht an der Stelle, wo man ist wie so ein Punkt, der halt da drin rumschwebt und sich umgucken kann. Aber man sitzt halt nicht wirklich da genau, drin, also man hat nicht irgendwie... Genau, da ist halt nichts, wenn man runterguckt. Das fand ich, ist der einzige Punkt, der ein bisschen schade ist. Aber ansonsten ist es richtig cool gemacht. Auch was man also in dem Film entdecken kann, war übelst gut. Also, keine Ahnung, man konnte links, rechts gucken, so viel, was da abging. Und auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wenn ihr das mal, also wenn ihr in Köln seid, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Vor allen Dingen für den Preis ist es
echt eine coole Experience. Definitiv, ja. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgezählt und bei mir ist es dann doch schon das 5. Mal Virtual Reality. Also ich habe das schon öfters gemacht. Wir hatten noch ein bisschen Lust auf Grün, deswegen sind wir jetzt hier in den Hiroshima-Nagasaki-Park gefahren, weil wir gedacht haben, vielleicht gibt es ja irgendwas Cooles. Und der Park heißt übrigens so, weil er zu Ehren der Andenken von den Atombombenanschlägen in Hiroshima-Nagasaki so umbenannt wurde. Aber irgendwie ist in diesem Park halt gefühlt nichts, außer Wiese und Bäume. Und ein Teich. Ja. Wir sind jetzt noch mal ein bisschen durch Köln rumgelaufen, waren noch mal ein paar kleineren anderen Ecken, wie eben zum Beispiel vorhin den Park oder ein paar kleinere Straßen, einfach um eben nicht nur das Zentrum um den Dom drumherum zu sehen, sondern eben einen gesamten Eindruck von Köln zu bekommen. Und ja, an dieser Stelle würde ich aber auch das Köln-Video erstmal soweit beenden. Ein kleines Fazit von mir zu Köln ist, dass es nicht ganz so schön ist, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Manchmal ein bisschen, ja, schwierig ist, wirklich die hübschen Orte zu finden. Und das geht in anderen Städten durchaus einfacher. Aber trotzdem, insgesamt ist es eine echt nette Stadt. Und ich fand es cool, auf jeden Fall mal hier gewesen zu sein. Das muss man mal gemacht haben. Aber ob ich jetzt so schnell wieder herkomme, mal sehen. Und an der Stelle bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder.